schönen Abend. Das ist eingeladen wurde. Der Vortrag, den ich heute halten wollen will, ist basiert eigentlich auf dem Vortrag, den ich bei den Entwicklungsrunden 2009 gehalten habe. Und irgendwie hat es der Stefan Huber dann mitbekommen, weil ich habe ein paar Folien recycelt und habe mich heute eingeladen, den quasi nochmal irgendwie zu bringen. Das Thema Kooperation war damals schon ein sehr relevantes. Ich bin Sprecher der Open Source Experts Group Wien, war damals auch für die Open Source Experts Group tätig und ja, meine Gedanken gesehen. Die Open Source Experts Group, kurz OSEC, ist eine freie Interessensvertretung, die soll mal Lösungen aufzeigen, was man mit Open Source tun soll und Marktzugang für Open Source erleichtern, damit es schön fertig. Grundsätzlich einmal zum Herrn Adam Smith, der ja so für viele Leute das gängige 0815 Wirtschaftsbild gezeichnet hat, was die hemmungslose Konkurrenz rechtfertigt. Der geht im Prinzip von der unsichtbaren Hand des Marktes aus, die es schon richten wird. Und das Konzept ist, der Einzelne fördert gerade dadurch, dass er auf Eigennutz seine Produktivität oder Träge steigern will, das Interesse der Gemeinschaft stärker, als wenn er es direkt fördern will. Das ist so quasi hängen geblieben und das heißt quasi übersetzt in den Mainstream, jeder soll das tun, was für ihn selbst am besten ist, seinen gesunden Egoismus ausleben und in Konkurrenz zu anderen stehen, die das auch machen und die unsichtbare Hand wird schon richten. Nur hat der Adam Smith das vor 250 Jahren in Schottland niedergeschrieben. Der Adam Smith war eigentlich nicht nur ein Wirtschaftsphilosoph, sondern ein Moralphilosoph. Sein nach eigener Einschätzung wichtigstes Werk war über Moralphilosophie, The Rest of Nation war quasi ein Nebenprodukt. Und im zweiten Hinterteil, den kaum jemand liest, denkt er lange darüber nach, was die Grenzen dieser Theorie sind und wo eigentlich die Gemeinschaft reguliert eingreifen muss. Aber warum könnte er das so geschrieben haben, war meine Idee, naja, vor 250 Jahren war die Kommunikationsmittel etwas begrenzt im Vergleich zu heute. Da habe ich einfach wenig Gelegenheit gehabt, in Kooperationen Transparenz zu haben, uns auszutauschen und ein Konzept zu machen, was diese unsichtbare Hand, die unsichtbare Hand ist nichts anderes als ein Container, wie der Zufall oder wie Gott, alles was man nicht versteht, kann man dort reingeben. Und zu der Zeit hat man einfach noch vieles nicht verstehen können, weil man auch noch gar nicht die Information hatte, das zu verstehen. Also die unsichtbare Hand ist der Container der mangelnden Information. Der zweite Herr, der irgendwo sehr relevant ist in dem Bereich, ist der John Nash. Der hat sozusagen die Spieltheorie erfunden, unter Anführungszeichen. Das Nash-Gleichgewicht meint, ich tue das Beste, was ich kann, unter Berücksichtigung dessen, was du tust. Du tust unter Berücksichtigung dessen, was ich tue, auch das Beste, was du kannst. Der Unterschied, das sieht man jetzt schon sehr stark, wir sind nicht mehr isolierte Akteure, die nur den Eigennutz verfolgen, sondern wir müssen uns aufeinander abstimmen. Ein Nash-Gleichgewicht ist ja auch nichts anderes als eine Menge von Strategien und diese Strategien sind im Gleichgewicht, wenn ein Einzelner seine Strategie nicht mehr ändern kann, ohne dass das Gesamtum weniger wird. Was bedeutet das jetzt? Das ist per se in meiner Sicht schon mal die Grundlage einer kooperativen Wirtschaftsphilosophie. Wir müssen sozusagen einander berücksichtigen auf ein gemeinsames Ziel. Dazu braucht man natürlich auch Informationen über das, was wir wollen, was wir tun und was wir beabsichtigen. Kooperation planen. Grundsätzlich gibt es natürlich verschiedenste Arten von Kooperation, wie ganz kurzfristig, langfristig. Ich kann eine taktische Kooperation machen oder ich kann eine strategisch längerfristige Kooperation machen. Ich kann kooperieren in verschiedenen Sektoren, sei es Vermarktung oder sei es Entwicklung. Partnerwahl. Natürlich ist es extrem wichtig, mit wem will ich denn kooperieren, mit wem kann ich kooperieren. Also solange ich für mich auf mich allein zurückgeworfen bin, ist das Ausmaß an Selbstreflexion und Menschenkenntnis, das ich brauche, enden wollen, sage ich jetzt nochmal, mit mir zu können. Sobald ich jetzt gemeinsam mit Strategien anderer Leute, die das größer wirken möchte, bin ich auf einmal im Bereich der Psychologie unterwegs. Ich muss sozusagen auch das Nicht-Ausgesprochene in irgendeiner Weise mir denken können. Ich muss so
Ergänzungen zu bekommen. Interessanterweise, wir haben auf der Wirtschaftskammer eine eigene Expertskooperation. Die haben eine sehr umfangreiche Studie gemacht, von hauptsächlich Unternehmensberater. Und die sind dann zu das für sie total überraschende Ergebnis gekommen, die fast alle Kooperationen basieren auf Gemeinsamkeiten und nicht auf Ergänzung. Warum könnte das so sein? Also für mich ist es nicht so wahnsinnig überraschend, weil die Ergänzung ist ja immer das Verschiedene. Ich ersuche sozusagen das, was mir fehlt. Aber das, was mir fehlt, kann ich am wenigsten einschätzen, weil das kenne ich meistens nicht. Das ist so ein bisschen wie der eigene Schatten. Also den eigenen Schatten zu beleuchten, in dem Moment, wo ich es mache, ist er kein Schatten mehr. Wenn ich aber Gemeinsamkeiten habe und gerade bei Kooperationen im Open Source-Bereich, Open Source ist ja mehr als ein Softwareentwicklungsmodell, da geht es ja eigentlich um eine Philosophie, brauche ich um eine gemeinsame Philosophie. Wenn ich eine gemeinsame Philosophie habe, kann ich mich schon auf sehr viele Dinge verlassen, die ich mir bei jedem einzelnen taktischen Punkt abklären muss. Und damit ist Kooperation natürlich zuerst einmal wesentlich leichter, wenn ich schon Gemeinsamkeiten habe. Das ist auch der Grund, warum es in der Praxis dort funktioniert. Ergänzungen sind natürlich eher uninteressant, aber das ist wesentlich schwieriger zu arbeiten. Ja, Kooperationen starten. Zuerst einmal ganz wichtig, meiner Erfahrung nach, die Annahmen zu explizieren. Die meisten Leute gehen in Kooperationen und haben einfach nur einen kleinen Teil ihrer Annahmen explizit. Das ist super, wenn ich alleine arbeite, dann muss ich nicht alles explizieren. Aber wenn ich andere brauche, die sich auf mich verlassen können sollen, das müssen sie, wenn sie mit mir kooperieren, dann muss ich auch ganz klar sagen, was sind meine Annahmen, basierend auf welchen Konzepten operiere ich, was sind meine Kennzahlen, wie ich sage, messe, was ist mir wichtig, etc. Ziele natürlich, wohin wollen wir? Also wenn man vorhinein in verschiedene Richtungen will und das im schlimmsten Fall nicht expliziert, dann kommt man ziemlich schnell drauf, dass man ein ordentliches Problem hat. Das dritte ist dann eine Struktur etablieren. Auch hier, ja klar, man braucht eine Struktur. Meiner Erfahrung nach ist am Anfang einmal eher eine kleine Struktur etablieren. Also viele Kooperationen machen sich gleich einmal über die Struktur mehr Gedanken als über die Annahmen und Ziele. Da geht es darum, sozusagen den Benefit zu verteilen, möglichst langfristig, bevor halt aber klar ist, wie kann der Benefit entstehen. Grundsätzlich aber sollte man sich natürlich auch da bereits zu Beginn Gedanken machen, wo könnte man starten und wo wollen wir langfristig hin, was brauchen wir dazu. Kooperation umsetzen. Also das Um- und Auf-Kooperation ist Vertrauen, Transparenz, Kontrolle. Vertrauen, also ich muss darauf vertrauen können, wenn ich mal was ausgemacht habe mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dass die das auch tun, dass die nicht quasi hinterrücks ganz was anderes wollen. Das kann ich auf eine gewisse Weise nur kontrollieren, wenn Transparenz da ist über alle wesentlichen Dinge. Wenn sozusagen jemand eine abweichende Meinung hat oder ein abweichendes Ziel sich ergibt für jemanden, dann muss man das transparent offenlegen auf einmal, wenn man kooperiert, oder man sollte zumindest, weil sonst gibt es auf jeden Fall ziemlich Überraschungen. Und Konflikte. Ja, Konflikte kommen in den besten Familien vor, sage ich mal, und auch bei Kooperationen. Natürlich, frühzeitig erkennen ist ein Thema. Also es ist sicher nicht sinnvoll, bei der ersten Unstimmigkeit gleich zu eskalieren, aber reden über alles erst später ist wahrscheinlich auch unbedingt das Richtige. Also wenn ich über wesentliche Kernpunkte keine Einigkeit erzielen kann und da Konflikte habe, dann muss ich es ausdiskutieren, damit ich eben rechtzeitig reagieren kann. Die Mediation ist für mich eigentlich etwas sehr Wesentliches dabei. Ich brauche eigentlich bei den Konflikten und Kooperationen eine übergeordnete neutrale Instanz. Also ein Verein, die Austria hat wahrscheinlich statutengemäß ein Schiedsgericht zum Beispiel. Das ist ein durchaus adäquates Mittel. Wenn sich mehrere nicht einigen können, dann kommt eine neutrale Instanz. Jeder benennt, jede Konfliktpartei benennt einen Vertreter. Es kommt ein dritter Vertreter dazu, der quasi vom Verein in dem Fall vermutlich ernannt wird. Und die diskutieren das miteinander aus. Und was dabei rauskommt, sollte man auch aus vielen Rahmen kennen. Also sonst bringt das Ganze nichts. Aber wenn man das als Konfliktmanagement-Mechanismus von Haus aus einführt, kann man sich eigentlich ziemlich viel sparen.
Ja, wenn es dann doch schief geht. Also das sind sozusagen die ganz normalen Erkenntnisse des Lebens. Wie in einer Beziehung ist selten einer allein schuld, auch wenn es im Moment vielleicht so ausschaut. Aber die ganze Sache hat meistens eine Geschichte und diese Geschichte sollte man auch ergründen. Ergründen auch im Sinne von die Gründe dafür finden, warum es schief geht. Und wenn es schief gegangen ist, sollte man natürlich etwas daraus lernen und in den Prozess implementieren, damit man in Zukunft vermeiden kann. Das kann sein, okay, da haben wir genügend Transparenz gehabt. Da brauchen wir einen Kontrollpunkt, damit wir rechtzeitig erkennen, was passiert und was im Ruder läuft. Aber das sollte man auch wirklich niederhalten und das sollte man die Struktur, die man etabliert hat, auch regelmäßig anpassen. Das Wichtigste, wenn es in Kooperation Lösungen gibt, ist eigentlich daraus zu lernen und in der nächsten Iteration es einfach besser zu machen. Sonst geht man zusammen, vollkommen idealistisch, klärt viel nicht ab, es kracht und es gibt wenig Schlimmeres als enttäuschte Idealisten, die dann einfach mit niemandem mehr zusammenarbeiten wollen und nur ihr eigenes durchziehen, weil keiner ist so toll und so aufrichtig und so super wie sie selber. Und das wollen wir vermeiden, weil Idealismus ist das, was wir brauchen. Aber sonst können wir im ganzen Bereich außer dem Hardware- und Cooperation-Bereich nichts tun. Wir brauchen Idealismus, aber das ist ein wertvolles Gut, das müssen wir beschützen. Und genau damit er nicht enttäuscht wird, müssen wir einfach Sachen tun dafür. Ja, Kooperation im Menschen. Das kann ja auch jederzeit sein, auf einmal sind meine persönlichen Ziele haben sich geändert. Ich bin krank geworden, ich verreise, gehe ins Ausland, habe ein anderes Angebot. All diese Dinge sind für Kooperation natürlich mitzudenken. Es kann, niemand sollte unersetzbar sein, sagen wir jetzt einmal. Also es sollte das Wissen auch so verteilt sein, dass wenn einer wegfällt, nicht die ganze Kooperation auf einmal in der Luft hängt und scheitern muss. Und da sollte man auch am Anfang gleich drüber reden und sich Gedanken machen, wie man Exit-Szenarios definiert. Wie kann man sauber aus einer Kooperation wieder rausgehen, die man aus irgendeinem Grund nicht mehr will oder nicht mehr machen kann. Wie kann man dabei seine Haltung bewahren, dass niemand das Gesicht verliert, dass man keinen verletzt unnötig, dass man auch niemandem unnötig Schaden zufügt. Natürlich auch sich selber nicht. Aber all diese Dinge sind wesentlich. Was gibt so Gefährdungspotenzial für Kooperationen? Also der am meisten gefürchtet ist, ist so der strukturierte Böse-Ich. Der geht in eine Kooperation rein und tut so, als ob er ganz toll wäre, aber eigentlich sucht er den Schaden des Partners zu seinem eigenen Vorteil und er plant nur eine Gelegenheit zu handeln und streut gezielt Informationen, um die anderen dahin zu manipulieren. Den fürchtet man zwar, aber glücklicherweise ist er höchst selten, meiner Erfahrung nach. Kann passieren, dass man es wieder trifft, aber ist eigentlich unrelevant. Der ist schon wesentlich problematischer. Das ist der chaotische Opportunist. Der richtet Schaden an, indem er seinen eigenen Vorteil verfolgt, aber er kommuniziert es halt nicht, weil er intransparent ist. Und in seiner Intransparenz handelt er immer dann, wenn er dazu Gelegenheit vorfindet, auf seinen eigenen Vorteil. So wie Adam Smith das halt so definiert hat, trivialisiert gesprochen. Und der erzählt natürlich jedem nur das, was er hören will, aber nicht unbedingt das, was Sache ist. Das passiert leider öfters und da muss man natürlich schauen, was man dagegen machen kann. Und dazu braucht man diese ganzen Mechanismen, um auch Transparenz und Kontrolle herzustellen, dass man frühzeitig draufkommt, okay, man hat jemanden an Bord, der in diese Richtung geht, das damit muss man umgehen können und man schaut, dass der halt auch geht. Dann natürlich schauen. Das ist ein bisschen plakativ, aber so in meiner eigenen Erfahrung ist mir immer wieder passiert, dass Tyrannen sich gerne als Gutmenschen präsentieren. Die Egomane nehmen sich gerne großzügig und gönnerhaft am Anfang und die Opportunisten berufen sich natürlich am liebsten auf die heilige Flexibilität, aber leider nur ihre eigenen. Ja. Da geht es darum, die Unvereinbarkeiten zu verstehen. Ein Anarchist sollte wohl nicht regieren. Das ist auch in einer Kooperation so. Also ich kenne Leute, also gerade unter Technikern, wo so eine gewisse Anarchie durchaus positiv lebbar, aber das sollte vielleicht nicht unbedingt der Projektmanager sein. Der braucht vielleicht seinen kreativen Freiraum, aber er sollte nicht unbedingt die Struktur für andere vorgeben. Das passiert aber in der Regel. Ein Chaot sollte nicht für andere planen. Also ja,
es ist auch das Chaos kann unglaublich kreativ sein. Also ich habe jetzt nichts, ich würde nicht empfehlen, Chaoten aus Kooperationen auszuschließen. Gerade aus der Technik kommend wäre das eine schlechte Idee, weil jede Erfindung ist irgendwie ein kreatives Chaos am Anfang. Aber es ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, man gibt in die Finanzplanung. Die Egomanen sollten nicht für andere die Verantwortung übernehmen. Ja, auch das ist irgendwie naheliegend. Wenn jemand nur seinen Eigennutz verfolgen will, dann sollte er nicht in eine Position kommen, die für das Gemeinwohl relevant ist. Das ist ein Grundproblem der Politik, auch der Kooperation ist das natürlich das Gleiche. Ja, damit bin ich auch schon fertig. Ich habe 3:10. Ich kann nur sagen, Kooperation ist schwierig, aber Kooperation bringt es. Es ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dass wir diese Skaleneffekte der Großen, die Marktdominanz erreichen anhand ihrer schieren Größe allein, brechen können über Netzwerkkommando. Weil wir haben diesen erdrückenden Overhead nicht, den zum Beispiel die ganz großen Konzerne haben. Und auch der Staat zum Beispiel mit seinen Organisationsstrukturen durchaus öfters hat, wo auch eine Wirtschaftskammer oder sonst was. Wir sind eigentlich gewöhnt, dass wir als kleine Organisationen mit minimalen Overhead arbeiten können. Und das ist eine super Eigenschaft. Wir können uns quasi als Knoten in einer Kooperation, als Netzwerkknoten einbringen und wir können nach wie vor dynamischer reagieren. Wir können auch als Netzwerk viel dynamischer reagieren und schneller Lösungen auf den veränderlichen Markt bringen als ein Großkonzern, wo allein die Planungsprozesse schon einmal typischerweise über Jahre dauern. Bis man das Budget besorgen hat, bis man Personalplan hat, bis man das alles irgendwie abgestimmt hat. Und das sind wir einfach wesentlich flexibler. Und heute ist es einfach möglich. Wir leben in einer Informationsgesellschaft. Früher war das sehr schwierig. Wenn man bis verbrieft, wer durch Europa geschrieben hat und eine Antwort gekriegt hat, das war auch schon relativ schwierig. Also der Briefwechsel zwischen Leibniz und Newton hat so 2 Jahre im Schnitt gedauert, wenn sie dir einen Brief geschrieben haben. Aber trotzdem war das für die europäische Forschung relevant, schon diese Kommunikation. Wir können halt in Sekunden, in Echtzeit miteinander kommunizieren und das erlaubt uns wirklich ganz neue Formen der Kooperation und das sollten wir ausprobieren. Danke. Christian, es gibt jetzt dadurch natürlich ein bisschen mehr Zeit für Diskussion. Gibt es schon Fragen von... Wird das zweite Mikrofon? Also, ich hätte noch eine Frage, was passiert, wenn man dann trotzdem reflex? Was empfiehlst du sozusagen als Methode, sozusagen dieses freie oder dieses offene Arbeiten dann doch ein bisschen professioneller sein kann? Ja, da muss man sich natürlich anschauen, wer sind die Leute und was sind auch, wie fühlen sich die Leute wohl. Also Struktur hat ja eigentlich den Interessen der Menschen zu dienen und nicht unbedingt umgekehrt. Grundsätzlich, meiner Meinung nach, ist einmal ein Verein, gerade in Österreich, wo wir jeder hat einen Verein fast, also als irgendwo Mitglied oder mehreren, ist eigentlich ein gutes Starting Point. Also ich selber habe mit einigen anderen Leuten einen Verein, der tut im Prinzip nichts, also dass er eine Homepage hat und wir tun dann halt damit, was wir wollen, aber er hat keine Kosten und ist einfach nur ein Gesicht nach außen und das Ziel ist einfach nur Kooperation der Mitglieder zu fördern. Aber das sobald, sozusagen, solange eine Struktur keine Kosten verursacht, ist sie sehr pflegeleicht. Wenn man damit jetzt natürlich Gewinn machen möchte und sagt, okay, man macht das nicht mehr auf Ebene von einzelnen Unternehmern, jemand macht den Subunternehmer, die anderen machen den Subunternehmer, so würde ich immer mal anfangen. Also wenn man sowieso selbstständig ist, kann man zwar den Verein aus Ebene, um sich zu kennen, zu organisieren und auch vielleicht das Schiedsgericht zu brauchen, aber grundsätzlich einmal auf gewerblicher Abrechnung zu kontrollieren. Wenn das dann wirklich größere Strukturen macht, dann kann man sich immer überlegen, was kann man machen, kann eine Genossenschaft gründen. Man kann natürlich eine GmbH gründen oder was auch immer. Also jetzt ganz so wirtschaftlich, also einfach organisatorisch. Also soll man dann trotzdem einen Gruppenteamleiter oder sowas organisieren für die einzelnen Teams oder sowas in der Art?
Was ist deine Erfahrung, was man sozusagen da für Strukturen noch einführt und Vorurteile da? Ja, also meine eigene Erfahrung ist, dass Basisdemokratie ein wunderbares Mittel ist, um sie über die Ziele zu verständigen. Aber in der operativen Exekutive ist meine persönliche Erfahrung, das kann jeder anders sehen, dann gescheitert. Man gibt jemandem das Vertrauen in die Exekutive, der dann auch die Entscheidungen treffen kann, aber der hat sich natürlich zurechtfertigen, in regelmäßigen Abständen und kann entsprechend dann abberufen werden von dieser Position. Das Problem, was passieren kann, wenn man alles in der Gruppe entscheidet, ist, dass man sich unglaublich verzettelt. Also ich hätte ja einige zu deinen Folien gehabt, aber eine, die mich wirklich interessieren würde, du hattest diese eine Folie, die mir besonders gut gefallen hat, wo drauf stand Selbstreflexion, Menschenkenntnis und wie war das Gleiches versus Unterschiedlichkeit oder Ergänzung, glaube ich, war das. Genau. Jetzt einfach eine persönliche Frage, wie machst du es, wenn du Kooperationspartner suchst, wenn du für neue Themen Kooperationen eingehen möchtest, jetzt nicht in deinen Verein. Ne? Menschenkenntnis geht ja erst, wenn ich wirklich mit den Menschen zu tun habe. Und was an Selbstreflexion wendest du an, um dann herauszufinden, ist das jetzt ein Kooperationspartner für dich? Ja, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich bin ich eher sehr konservativ in meiner Partnerwahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bevorzuge es, die Leute zuerst einmal ziemlich gründlich kennenzulernen über einen längeren Zeitraum, damit ich irgendwie ein Bild machen kann. Meine eigene Selbstreflexion, die entwickelt sich mit der Zeit. Also ich habe einige Therapeuten in meinem Freundeskreis, das hilft auch, wenn man mit denen irgendwie so ein bisschen Intervision betreibt. Und das fördert auch durchaus die Menschenkenntnis mit der Zeit, wenn man das über einen längeren Zeitraum tut. Aber auf jeden Fall ist kein Prozess, den man alleine wirklich vernünftig machen kann. Man braucht gute Freunde, mit denen man sich austauscht, denen man schon vertraut und mit denen reden kann, und damit entwickelt man sich weiter. Und die habe ich immer glücklicherweise gehabt und das geht schon sehr lang und das hilft ungemein. Ergänzungen aus dem Publikum? Kommentare, Anmerkungen? Dann lasst mich vielleicht noch eine. Ja, bitte. Dieses Thema Lernen aus Problemen, also wenn es gescheitert ist, ich meine, das ist auf der einen Seite, sagt man ja, klar, hat man irgendwas gelernt. Ja. Auf der anderen Seite ist die Frage, macht sie da dann wirklich so, also besten Learn-Workshops, dass er das moderiert und ganz bewusst macht? Oder ist es so, dass die sagt, ja, er hat schon was gelernt, so weit? Nö, das sollte man schon strukturieren. Also, das sollte man schon. Welchen Namen man dem Kind jetzt gibt, ist eher nebensächlich. Man sollte sich intensiv zusammensetzen. Wenn es wirklich größere Sachen sind, vielleicht auch in eine Klausur gehen und sich wirklich ein, zwei Tage intensiv mit dem beschäftigt, das wirklich aufarbeitet und dann auch wirklich festlegt, was sind die springenden Punkte, was sind die Knackpunkte und was macht man in Zukunft jetzt anders. Das muss kein Protokoll von 50 Seiten sein. Ich sage, wenn das auf eine A4-Seite geht, ist das super. Mehr ist es meistens auch nicht, wenn das relevant ist. Ja, ich glaube, wir haben noch viel Gelegenheit in den Pausen, uns mit dem Christian zu unterhalten. Vielen Dank nochmals für den Vortrag. Sehr gerne.